Das ist nicht nur Musik, das ist nicht nur Radio hören, das ist nicht nur Kommunikation. Es hat sich vieles bei Cardo Packtalk Age geändert. Hi, ich bin der Alex und in diesem Video erzähle ich euch über Packtalk Age. Seit einigen Jahren fahre ich mit Cardo-Gerätschaften. Von Packtalk Bolt bis Packtalk Black und jetzt Packtalk Age. Was ist da Besonderes? Ich möchte euch erstmal das Gerät vorstellen und sagen, was Besonderes dabei ist. Was hat sich von letzter Generation auf diese Generation geändert bzw. verbessert hat oder verschlechtert hat. Seitdem ich mit Cardo fahre, bin ich einfach gemütlicher unterwegs. Ich muss mir keine Sorgen machen, ob es regnet, ob es feucht wird, ob es heiß wird, ob gar nicht. Es ist einfach am Helm der Ohren und es funktioniert einfach. Ich kriege Anruf, ich kriege, wenn ich mit meinem Navi verbinde, kriege ich Anzeichnungen, da nach links fahren, da nach rechts fahren, muss ich nicht mehr darauf achten. Ich kann Musik hören, ich kann Radio hören, ich kann mit anderen, die mitfahren, mich verbinden und halt miteinander quatschen unterwegs, so wie als ich gehört ein bisschen. Was ist Besonderes bei Packtalk Age? Es ist nicht nur eine Magnetverbindung. Bei der Präsentation, sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, um zu sagen, das ist mit Magnet und das kann man einfach und schnell an Helm anbringen. Das stimmt auch, aber bei vorherigen Generationen, bei Bold und Black, habe ich nicht wirklich Probleme damit gehabt. Durch diese Magnet findet das Gerät in diese Schiene einfacher oder schneller den Weg, aber die Verbindung zwischen Gerät und die Halterung, die man am Helm montiert, ist immer noch Mechanik. Also wäre nur magnetisch gewesen, hätte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber wie gesagt, magnetisch kommt an und Mechanik wird da an seinen Platz fest. Wir haben ein USB-C hier, das war mir wichtig. Die anderen USB waren viel zu alt. Jetzt habe ich nur eine bzw. zwei Kabel. Eine brauche ich mein Handy, Apfel immer ist mit Lightning unterwegs und ein USB-C für Kamera, für Ladegerät, für alles andere habe ich ein USB-C. Das finde ich super. Ich brauche nur ein Kabel dabei haben, dann habe ich alles im Griff. Dieses Gerät an sich ist schmäler geworden, weil diese Antenne ausgefallen ist. Die Verbindung, also die Reichweite ist immer noch gleich. Ich habe es ausprobiert. Die Reichweite ist immer noch gleich, wenn man keinen Berg zwischen zwei Motorradfahrern hat. Also wenn ich mit einem gekuppelt bin und kein Berg zwischen uns ist, komme ich ganz gut auf 1 Kilometer. Natürlich, im Labor, man hat es ausprobiert bis 1,6 Kilometer. Ich glaube nicht, dass irgendwer von uns oder irgendeine Firma geschafft hat, wirklich unterwegs 1,6 Kilometer, sei es von Sena, von anderen Firmen. Allerdings muss ich das auch sagen, wenn ich eine Kurve abbiege und da kommt ein Berg zwischen uns, Verbindung wird unterbrochen, aber sobald ich das andere Motorrad im Spiegel sehe, es ist egal, wie weit weg ist, sobald ich das andere Motorrad im Spiegel sehe, zack, ist verbunden. Ich genieße es. Also Bluetooth und DCEM wurde auch auf 2.0, also DCEM ist auf 2.0 gestiegen und Bluetooth 5.2. Das ist wahnsinnig schnell. Also bei Bolt war nicht ganz schnell, ganz ehrlich. Bei Black war 1, 2 Sekunden. Also man hat das Gerät eingeschaltet, 1, 2 Sekunden hat es gedauert. Und dann war mit Handy zum Beispiel verbunden. Bei Age, ich kann es nicht zählen. Also ich schalte ein und zack, ist verbunden. Ich kann nicht genug sagen, wie schnell das geht. Bei letzter Update, der Black bekommen hat, hat man eine ja, extra Funktion dabei gehabt, auch wenn die Hardware das gleiche war. In dem Fall bei Age, die haben auf Hardware auch ein bisschen herumgefummelt, damit diese Funktion besser agiert. Was ist diese Funktion? Das taugt mir auch gut. Also, stell dir mal vor, du fährst mit dem Motorrad 100 km/h, du kriegst
Geräusche von draußen, deswegen schaltest du die Musik auf laut. Ne? Die Musik ist auf laut geschaltet und jetzt kommst du auf eine Ampel oder auf eine Kreuzung, musst du anhalten. Die Musik ist viel zu laut für anhalten und an der Ampel stehen, an der Kreuzung stehen, wie auch immer. Wenn man an der Kreuzung angekommen ist, damals, hat man sofort Musik runterschalten müssen, um keinen Kopfschmerzen zu kriegen. In dem Fall, das Gerät merkt das, dass jetzt gerade kein Windgeräusch kommt und kein Motorgeräusch ist und schaltet die Musik runter oder halt Lautsprecher kommt einfach runter. Also das funktioniert um einiges besser als Black. Das taugt mir richtig gut. Ich kann über wertvolle Bearbeitung reden. Das ist, glaube ich, von Cardo gewohnt. Man muss es nicht extra sagen. Von Material her ist es ein bisschen freundlicher geworden, sag ich mal. Es ist nicht hart, das ist so gummimäßig. Das gefällt mir auch gut. Man hat immer noch dabei Voice Control, also du sagst, hey Cardo, Musik an und dann geht's Musik an. Oder sagst du, hey Cardo. Ich benutze es auf Englisch, Gewohnungssache. Ha? Habe ich versucht auf Deutsch auszuprobieren. Ganz ehrlich, es ist nicht ausgereift. Sie müssen noch daran arbeiten. Sie haben Spanisch, glaube ich, neulich dazugefügt. Sie haben Deutsch dazugefügt. Da ist eine verbesserungsbedürftige Sache. Sage ich einfach so. Ich benutze es auf Englisch, weil es einfach besser funktioniert. Dieser Helm von Haus aus wurde für Szene vorbereitet. Ich habe drauf gebaut von Cardo und es hat funktioniert. Das ist ein bisschen. Zwei Minuten war einfach Montage fertig. Da war nur, ich habe alles von dem genommen, auch wenn von Packtalk Black drauf war, habe ich die ganze Lautsprecher und Mikrofon und alles von Edge genommen. Ich wollte wirklich ausprobieren. Die Halterung, die Basis, was am Helm montiert wird, da ist auch verbessert worden. Das gefällt mir ganz gut, weil der Basis. Es war immer, und ich glaube, bei vielen anderen Marken ist immer noch so, das ist ein Stück Hartplastik, das so ein bisschen kurvig ist für Helm. Da kommt am Helm, da wird am Helm montiert mit 3M-Kleber, Doppelkleber, wird montiert. Manche Helme haben diese Kurve halt nicht oder haben stärkere Kurve. In dem Fall, diese Basis besteht aus drei Teilen, also mittlere und zwei von beiden Seiten. Die bewegen sich. Das taugt mir gut. Man kann diese Basis genau und sicherer am Helm montieren. Das taugt mir gut. Viele von uns wollen das Geräusch von Motorrad, Wind und Natur hören. Das ist selbstverständlich. Das mache ich auch. Besonders, wenn ich Offroad unterwegs bin. Aber wenn ich normale Straßen fahre, wenn ich ein besonderes lange Etappe vor mir habe, dann unbedingt brauche ich Musik bei mir. Dann wird mir ein bisschen langweilig. Ich brauche Musik, ich brauche ein bisschen Antrieb und das macht mir Spaß. Bei Cardo hat man 13 Stunden Batterie, unschlagbar. Ich war unterwegs Richtung Polarkreis, einmal war ich auf Route des Grandes Alpes unterwegs. Da war ich viel länger als 13 Stunden unterwegs. Ich habe es wirklich messen können, dass diese 13 Stunden ist nicht auf dem Papier geschrieben, sondern wirklich funktioniert. Man kann sich drauf verlassen. Und bei USB-C lädt eine Spur schneller als bei Packtalk Black. Das habe ich auch ausprobiert. Ja, man sagt, dass eine Schnellladung auch dabei ist oder vorgesehen ist. Man kann 20 Minuten, also 2 Stunden laden ist voll, kann man 13 Stunden benutzen. 20 Minuten laden kann man 2 Stunden sprechen. Ja, man sagt, das ist ein Schnellladen. Ich halte es nicht für schnell, dass man 20 Minuten nur, keine Ahnung, 10%, 15% von Ladung kriegt. Das ist keine Schnelllade. Das kann man einfach ruhig vergessen. Für viele ist On-Air-Update kein großes Thema, aber trotzdem freue ich mich,
dass ich PackTag Age nicht mehr nur über Computer, sondern auch mit Handy updaten kann. Das ist auch ein tolles Future. Age kommt mit 40 mm Lautsprecher von JBL. 40 von JBL, 45 von JBL. Alles habe ich ausprobieren dürfen. Es war mein Glück, ich durfte ausprobieren, denn alles wurde von PackTag mir von Cardo wurde mir zur Verfügung gestellt. Das muss ich nicht verheimlichen. Mit denen arbeite ich seit 2-3 Jahren. Das wisst ihr doch. Ich habe mit allen Lautsprecher probiert. 40 JBL und 45 JBL alles ausprobiert. Es klingt alles gleich. Also es ist alles gleich laut, es ist alles gleich mit Boss, es ist alles gleich schön. Ich habe es am Endeffekt 45er genommen, weil ich hatte. Also hätte ich das nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich nicht nötig gehabt, das Ding extra zu kaufen. Keine Stress, keine Sorge. Man kann zwei Telefonnummern speichern als Notrufnummer, falls was passiert. Man liegt irgendwo und die Hände kann nicht bewegen und man hat sich auf die Schnauze gelegt. Um Gottes Willen, ich hoffe, dass alle gut sich erfahren. Aber man kann die Notrufnummer per Voice Command anrufen und das ist eine gute Sache. Ich halte es für eine gute Sache. Das Gerät kann man mit Handy, also ein Handy und ein Navi verbinden. Das ist auch gut. Was ich noch sagen möchte, ich fahre entweder mit der Crossbrille oder mit Visier. Ne? Wenn ich mit Visier fahre, kein Thema, ich kann 150 km/h fahren und Visier ist zu, kann ich immer noch per Voice Command Cardo bedienen. Wenn ich mit Crossbrille fahre, ich sage es euch ganz, ganz ehrlich, ich habe es gefilmt, aber es ist mir nicht wirklich gelungen, das wirklich rüberzubringen. Aber ihr könnt mir vertrauen, ich bin 130 km/h gefahren mit der Crossbrille obendrauf, also Visier offen, Crossbrille drauf. Mit 130 km/h habe ich Voice Command, habe ich Musik einschalten, ausschalten, lauter machen, leiser machen. Ich habe einfach alles, ich habe es nicht geglaubt. Ich könnte mich selbst schwer hören, aber das hat mit Voice Command funktioniert. Das war Erstklasse. Das hat mich wirklich überrascht. Über Wasserdichtigkeit brauche ich nicht mehr reden. IP67, es kannst du in ein Wasserglas. Habe ich nicht bewusst, aber ich habe einen Cardo irgendwo im Wasser gefunden. Das war von mir, ist runtergefallen. Im Wasser habe ich nicht gemerkt. Nachher habe ich vom Wasser rausgeholt. Einfach geputzt, ein bisschen aufgeblasen und es hat funktioniert. Auf jeden Fall, ich kann euch dieses Gerät wärmsten empfehlen. Saison kommt bald und ihr werdet wirklich Spaß haben, ohne euch Sorgen zu machen, ob es regnet, ob es warm ist oder heiß ist. Das funktioniert einfach. Das ist einfach unschlagbar. Mit dem Code RCM22 kriegt ihr bei einem Kauf von PackTag andere Geräte auch von Cardo. Aber jetzt im Moment ist PackTag Age im Markt gekommen und ich bin sehr zufrieden damit. Deswegen empfehle ich euch. Und eben, ich kriege auch eine Provision, was ich euch dafür sehr danke. Es wird für euch nicht teurer, aber ich kriege eine Provision. Vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Und ja, ich habe es nicht wirklich alles im Kopf. Ich wusste es. So, nochmal. Cardo PackTag Age. Nur eine...